Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, heute zocken wir Pixel Rip 1989. Der Entwickler hat erlaubt, dass ich euch hier das erste Level zeige. Mehr darf ich nicht zeigen, aber ist auch schon mal nicht schlecht, so einen kleinen Einblick in das Spiel zu bekommen. Und ja, wie wir sehen, wir sind komplett im Retro-Style. Hier ist sogar ein Spiegel, wie ihr seht. Ja, ich drücke mal A und dann geht das auch schon los. Ja, hier ist Grafik, wie man sie kennt, ne, von früher. So hat alles angefangen. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt hier nur so ein kleines Intro. Finde ich aber gar nicht schlecht. Ist auf jeden Fall cool. Oh. Okay, was ist jetzt? Breaking News. Our beloved stone was stolen. Okay, da wurde der magische Stein gestohlen und der Typ hat dann eine Armee heraufbeschworen. Pixel Stone Guardians. Okay, unser Haus ist auch kaputt. Cyberlin Lord. Also wir dürfen ihn nicht mehr Goblin nennen. Hauptsache Spiegel funktioniert noch. Hier sehen wir so einen geilen Controller. Oh, was bist du denn für einer? We need your help. The Pixel Stone was stolen. The time has come to use your powers. But first we need to find a badass player to join forces with you. Let's see. Nicola Green. 9 Jahre alt. Genau, die sitzt ausgerechnet in der Schule. Und wir müssen dann in der Schule quasi zocken. Sieht so ein bisschen aus wie Mega Man hier, dieses Spiegelbild. Wow, was passiert jetzt? Wow, wir werden irgendwie hochgesogen. Das sieht geil aus. Wow, ist wieder nichts für Leute, die Höhenangst haben. Aber sieht echt cool aus in VR. Jetzt bin ich gespannt. Wow, cool. Okay, hier ist unsere Handheld-Konsole. Eigentum von Nicola M. Was passiert jetzt? Oh, ist kaputt. Bug Riders. Wir sind im Spiel Pixel Ripped. Oh Leute, wir haben gefühlte 40 Grad hier im Zimmer und ich zock hier Pixel Ripped. Aber gut, ich möchte euch das unbedingt zeigen und ja, ich hoffe, danach habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Okay, legen wir los. Was passiert jetzt? Okay, wir sind jetzt mitten im Klassenraum. Okay, wir können jetzt erstmal hier ein bisschen spielen. Und versuche ein bisschen hochzuhalten. Oh Gott. Da war es schon. Sieht echt cool aus. So ein bisschen, ja, ist ein Mix zwischen Gameboy und dieser Sega-Konsole, die es gab. Okay, wir sind jetzt hier dieser kleine Block. Okay.
Okay, langsam bekommen wir ein Bild. Sound ist wieder sehr laut. Boah, ich komme mir so klein vor. Alter, wie groß sind die? Da kommt die Lehrerin rein. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn die Lehrerin dann gleich sieht. Ja, ich sitze auf meinem Platz, ihr aber nicht. Also, los. Geht weg. Du schielst außerdem ein bisschen. Die rastet jetzt aus, die Alte. Okay. Aber ich konnte gar nichts anderes machen, oder? Angry Teacher. Don't let her catch you, otherwise it's game over. Okay, well. It's dangerous out there, take this. Oh, wir kriegen ein magisches Item. Wie geil ist das? Ist das ein Jedi-Schwert? Hey Nicola, don't let Miss catch you or you'll go to detention. Okay, wir haben jetzt hier sowas, da oben glänzt was. Wir versuchen da mal drauf zu ballern. Ah, jetzt ist die Alte abgelenkt. Jetzt können wir weiter zocken. Gut zu wissen. Ich hoffe, der Controller oder der Gameboy hier ist komplett im Bild. Wäre blöd, wenn ihr es gar nicht seht, was ich hier mache. Aber wir müssen ein bisschen im Auge behalten, was die macht. Okay, wir versuchen mal da drauf zu schießen hier. Ah, jetzt ist sie ein bisschen abgelenkt. Dann müssen wir diese Pixel einsammeln. Oh, wir haben eine Lasergun. Wow, so schnell ist man kaputt. Oh. Okay. Weiter geht's. Mehr gelacht, wenn wir das hier nicht schaffen. Mal durchrushen. Wo kommen wir noch? Wir können hier in den Papierkorb rein. Yes! Wie geil ist das denn? Kommt Fußballspieler rein. Kommen wir da rein? It's in! What a go! Let's go! Cartridge found. Okay, weiter geht's. Oh, der hat uns getroffen. Okay, da kommen die ganzen Pixel aber. Jetzt müssen wir gucken, wo wir jetzt als nächstes drauf schießen. Okay, jetzt ist sie wieder abgelenkt. Boah, ey, die sieht so aus, ob die 4 Meter groß wäre. Auch wenn wir ein 9-jähriges Mädchen sind, kommt sie ihm trotzdem sehr groß vor. Ah, Mist. Oh, wir kommen da nicht durch, ey. Okay, warte mal. Da ist noch was. Ja, ich komme da nicht vorbei. Ah, okay, so. Wo ist die Lehrerin? Okay, weiter geht's. Manchmal hakt es irgendwie ein bisschen.
Wir versuchen nochmal, die Lehrerin abzulenken. Ich weiß nicht, wo die gerade ist. Ah, da kommt sie wieder rein, okay. Okay, nochmal hier in den Mülleimer rein. Da kommen die Fußballer. It's in! What a goal! Komm vorbei, vorbei. Okay. Nochmal. Yes! Wer kommt denn da rein? It's in! What a goal! Okay, die haben wir, aber... Oh, da müssen wir aber jetzt laufen. Jawohl, haben wir geschafft. Schnell, 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 schnell! Okay. Okay, haben wir wieder abgelenkt. Kann man ja irgendwas machen? Nö. Sieht das nicht so aus? Ah, try again. Also wir sind kurz vorm Ende vom Level 1. Ja, pay attention. Komm, schieß da oben drauf. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich so eine Lehrerin nicht hatte. Ah, das war knapp. Nein, ich bin schlecht. Und mir ist so warm. Okay, noch ein neues Ablenkungsmanöver. Oh, war das knapp, Mann! Komm doch jetzt! Jawoll! Lauf, Kleine, lauf! Okay, jetzt müsste gleich... Oh! Okay, die guckt nach dem Fernseher. Get ready! Okay. Jetzt haben wir die Endphase. Erster Boss. Wir machen mal fertig jetzt. Boss Fight! Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Lehrerin, die uns stört, glaube ich. Excuses. Why fight if you... What? Kennt ich? Ich kann mich gar nicht bewegen gerade. Okay, was passiert jetzt? Dann werden wir jetzt da reingezogen. Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir das hier auf dem Tisch direkt. Kannst du mal unsere Lehrerin abknallen? Goblin? Okay. Alles Lava. Ich muss mal die Beine hochmachen.
Das ist echt geil gemacht. Das ist diesen noch 2D, aber alles andere ist so 3D-mäßig geil. Okay. Oh, geil. Oh, was war das denn? Ah, okay. Jetzt müssen wir noch warten. Oh, ja. Blöd ist, der kann nicht so gut sehen, was da oben ist los ist. Da komme ich nicht vorbei. Wie komme ich jetzt da halt durch? Gar nicht. Ich komme auch nicht mehr hoch. Oh, was denn jetzt? Nicht, was ich jetzt noch machen kann. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Ah. Okay, mein Fehler. Nicht runterfallen? Kann ich auch die Roboter abknallen? Boah, gar nicht so einfach. Schnell das Ding kaputt machen. Okay, dann auch. Okay. Haben wir geschafft? Level clear. Und wir werden wieder reingesaugt in den Gameboy. Leute, das war PixRip 1989. Leider darf ich euch jetzt nicht mehr zeigen, wegen diesem Embargo. Also Level 1 durfte nur gezeigt werden. Und ja, ich fand es aber ganz gut, dass man jetzt hier schon mal ein Level zeigen durfte. Kann eventuell für die Leute, die das Spiel interessiert, ganz wertvoll sein, dass man das jetzt schon sieht. So ein bisschen Gameplay-Material. Dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen als jetzt nur im Trailer. Ich fand's ganz cool, also auch von der Idee her. Wie gesagt, wir starteten ja in dieser komischen 2D-Welt. Dann wurde diese angegriffen von diesem komischen Goblin. Und dann riefen die diese Nicola zur Hilfe in der realen Welt und brauchen ihre Hilfe. Und das sind wir quasi jetzt. Und wir sitzen im Klassenzimmer und dürfen nicht erwischt werden. Hier sehen wir ja, wie die Lehrerin gerade austickt.
Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das in den anderen Level jetzt weiterentwickelt. Wir hatten jetzt ein Blasrohr zur Verfügung, um so Papierkügelchen irgendwo hinzuschmeißen und Sachen anzutriggern, um die Lehrerin abzulenken. Interessant ist, bekommen wir nachher noch mehr Gimmicks pro Level, dass irgendwas freigeschaltet wird, um die Lehrer abzulenken. Wie sind die Lehrer nachher? Werden die immer strenger, schwieriger? Das muss man echt jetzt abwarten. Ich fand es echt eine coole Idee. Besonders gefallen hat mir am Ende von diesem Level 1 dieser Bosskampf, wie sich alles auf dem Tisch da aufgebaut hat. Diese 2D-Figürchen dann auf einmal da standen und ja, wir dann quasi diesen Bosskampf machen konnten. War echt cool. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und ihr konntet euch einen kleinen Eindruck von dem Spiel machen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Like raus wie immer. Über ein Abo würde ich mich echt freuen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.